Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute sprechen wir über die drei größten Fehler beim Text Game und wie du sie in Zukunft vermeidest. Willkommen zurück. Heute soll es ums Text Game gehen und um die drei größten Fehler, die, das sehe ich immer wieder bei Coaching-Teilnehmern, von Männern gemacht werden, wenn es darum geht, mit Frauen zu schreiben. Der Fehler Nummer 1 und eins der größten Missverständnisse, wenn es um das Thema Texten geht, ist, dass viele Männer einfach viel zu viel mit der Frau texten. Viel zu viel Kennenlernen findet bei vielen Männern rein über das Texten statt. Das ist an sich nicht unbedingt ein Problem. Das heißt, wenn du voll dahinter stehen würdest, wäre ein Kennenlernen über Texten möglich, wenn auch nicht optimal, weil es immer noch was anderes ist, wenn man sich im richtigen Leben kennenlernt. Der Punkt, warum es ein Problem ist, ist, dass viele Männer das aus einer falschen Einstellung heraus tun. Denn viele Männer haben Angst davor, mit einer Frau, die sie vielleicht kennengelernt haben, über den Freundeskreis oder wo auch immer, haben Angst, mit dieser Frau ein wirkliches Treffen zu machen. Haben Angst davor, was dann passieren könnte und verlegen das Ganze deswegen aufs Texten. Oder halten sich vielleicht nur im Bereich Online-Dating auf, weil sie gar nicht wüssten, wie sie in so einer Echt-Lebenssituation mit den Frauen umgehen sollten. Das heißt, dieses Texten kann sehr schnell einfach ein Ersatz werden für das richtige Kennenlernen, weil man sich nicht traut. Und das ist ein Riesenproblem. Plus die Tatsache, dass, wie ich eben schon gesagt habe, das Kennenlernen übers Texten sehr unpersönlich ist, du weniger Verbindung aufbaust, das heißt die Beziehung, die du zu der Frau aufbaust, nicht im Sinne von feste Beziehung oder offene Beziehung, sondern Beziehung im Sinne von, ihr habt eine Beziehung, weil ihr zwei Menschen seid, die miteinander in Beziehung treten, die ist dann deutlich schwächer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu deiner Freundin, zu einem Sexdate, zu einer sexuellen Bekanntschaft über längere Zeit wird, ist einfach sehr gering. Deswegen benutzt das Schreiben bitte zu dem eigentlichen Grund, zu dem es da ist. Das Textgame ist eigentlich dafür da, um mit der Frau ein Date auszumachen. Das Textgame, die Nummer zu holen, ist ein Zwischenschritt, um mit ihr aufs Date zu kommen. Wenn du es nicht vor Ort schaffst, mit der Frau spontan was trinken zu gehen, sie spontan zu treffen oder es nicht vor Ort schaffst, ein Date für jemand anders auszumachen, dann nutzt du diesen Mittelpunkt, nämlich die Nummer, um das Date auszumachen. Es ist einfach nur ein Zwischenschritt, der dir dabei helfen soll, mit der Frau aufs Date zu kommen, weil wenn du vor Ort kein Date ausmachen kannst, musst du ja irgendwie in Kontakt mit ihr bleiben. Und ja, du kannst auch Instagram benutzen, das kommt aufs Gleiche raus. Dafür solltest du einen guten Instagram-Account haben. Das heißt, lass das Kennenlernen nicht über Text stattfinden, sondern mach das im echten Leben so gut wie es geht. Der zweite große Fehler, und den sehe ich auch sehr viel bei Jüngern, aber auch unerfahrenen Männern oder Jungs, ist, dass sie keine klaren Aussagen beim Texten machen. Ich hatte einen Coaching-Teilnehmer und der hat den Frauen immer sowas geschrieben wie, oh mein Gott, es sollte verboten werden, wie lange wir beide uns nicht mehr gesehen haben. Hat er einfach so geschrieben. Seine eigentliche Intention war, ich möchte dich treffen. Ausgedrückt hat er es in einer Art Metapher, einem Spruch, aber nicht in der direkten Intention. Ganz wichtig zu verstehen, die direkte Intention ist, ich will dich treffen, und seine Form, seine Aussagenform war, es sollte verboten werden, dass wir uns so lange nicht sehen. Er meint das Gleiche, wie wenn ich zu der Frau sage, hey, ich will dich treffen, wann hast du Zeit? Er meint das Gleiche, seine Intention ist die gleiche, aber er drückt es anders aus. Auch das kommt hier wieder von einem Angstpunkt her und sorgt dann aber im Textgame dafür, dass du von dieser Textebene aus nicht auf ein echtes Treffen kommst. Und das sehe ich immer wieder. Ich sehe immer wieder, wie Männer oder wie gesagt auch sehr viele junge Männer, aber auch ältere Männer, die unerfahren sind, keine klaren Aussagen beim Texten machen und deswegen niemals von dieser Textebene wegkommen. Und dann fragen sie mich, hey Tim, wie schaffe ich es denn, von Text auf ein Date zu kommen? Und dann bin ich immer wieder überrascht, weil ich mir denke, du musst doch einfach nur klar kommunizieren, was du von der Frau möchtest. Aber diese Männer würden nicht zu mir kommen, wenn sie klar kommunizieren könnten, denn das ist sowieso ein Grundproblem, das Männer mit Frauen haben, klare und direkte Kommunikation. Und hier ist das nicht anders. Klares, direktes Kommunizieren, was will ich von der Frau, ich will sie treffen, wann hat sie Zeit, was machen wir? Das kann dann einfach so aussehen, hey, lass uns die Tage mal XY machen, hier kannst du einfügen, was du machen willst mit der Frau. Mir würde es Mittwochabend und Freitagmittag gut passen. Wie sieht es da bei dir aus? Als Beispiel oder irgendwas in der Art. Aber es sollte einfach die klare Intention rüberkommen, ich will dich treffen, deswegen schreibe ich mit dir. Und nicht um den heißen Brei herumreden oder irgendwelche Floskeln benutzen, um in der Hoffnung zu leben, dass die Frau dich dann nach einem Treffen fragt. Wenn du ein paar meiner Videos gesehen hast, dann kennst du meine Grundregel, die heißt, wenn ich mich nicht darum kümmere, kümmert sich keiner drum. Und ich
nehme absolut die Führung an, wenn ich mit einer Frau irgendwie in Kontakt trete. Ich gehe davon aus, dass ich alles und auf jedem Weg führen muss und bin dann sehr froh, wenn eine Frau auch mal führt und sich einbringt. Sollte ich jetzt mit einer Frau in einer Beziehung sein seit längerer Zeit und sie bringt sich so gar nicht ein, dann wäre mir das natürlich auch nicht recht, dann würde ich das ansprechen. Aber wir reden jetzt hier eher vom Kennenlernen, Handynummer austauschen. All diese Schritte liegen in meiner Verantwortung. Date ausmachen, das liegt in meiner Verantwortung und das liegt auch in deiner Verantwortung. Deswegen versuche nicht irgendwie die Verantwortung zur Frau rüberzuschieben mit irgendwelchen klugen Sprüchen, die aus dem Hinterhalt kommen und sie vielleicht dazu bringen, dich zu fragen, ob sie dich treffen will. Nein, frag einfach direkt, sag direkt, was du willst und dann kannst du das Textgame auch optimal nutzen und vermeidest diesen wirklich großen Fehler, der oft dazu führt, dass das Textgame im Sande verläuft und du die Frau nie wieder siehst. Und der dritte große Textgame-Fehler ist, dass viele Männer die Möglichkeit der Sprachnachrichten viel zu wenig nutzen. Wenn du mit der Frau auf WhatsApp bist oder wenn du mit der Frau auf Instagram bist oder wenn du mit der Frau auf Facebook connected bist, dann nutz bitte Sprachnachrichten. Nutz die Sprachnachrichten, denn Sprachnachrichten sind eine bessere Möglichkeit des Kennenlernens, eine bessere Möglichkeit des Kommunizierens. Die Frau kennt dich in den meisten Fällen wahrscheinlich kaum, außer du kennst sie schon lange, dann ist das was anderes. Aber meistens kennt die Frau dich kaum, du hast sie irgendwo kennengelernt und sie hat vielleicht auch dann, wenn du am nächsten Tag dann anfängst mit ihr zu schreiben, schon wieder so ein bisschen vergessen, wer du warst, wie du klingst, wie deine Art und Weise ist. Und durch diese Sprachnachricht kann sie sich wieder sicher sein, ach ja genau, dieser Mann war das, so hat er auf mich gewirkt, das hat mir gefallen, deswegen habe ich ihm die Nummer gegeben. Und über Text kann sehr viel, sehr schnell falsch rüberkommen. Gerade wenn du die Frau noch nicht kennst. Ja, wenn du mit der Zeit mehr schreibst und weniger Sprachnachrichten benutzt, okay, kannst du machen. Ich benutze trotzdem gerne Sprachnachrichten, weil es auch schnell geht, weil es unkompliziert ist. Aber benutz Sprachnachrichten mit Frauen. Gib ihnen sozusagen nochmal eine Kostprobe von dir. Zeig ihnen nochmal, hey, das war es, was dir bei unserem Kennenlernen so gut gefallen hat. Meine Art und Weise, so wie ich drauf bin, gib der Frau das, damit sie sich wieder voll wohlfühlen kann, darin dich zu treffen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und jetzt mal zum Thema, um das mal kurz aufzugreifen, weil ich es eben erwähnt habe, Instagram, Facebook, Nummer. Was ist jetzt besser? Was solltest du holen, ne? Das kommt sehr oder hängt sehr davon ab, was die Frau denn auch oder wo die Frau viel unterwegs ist. Natürlich auch erstmal, wo bist du unterwegs? Na, wenn du jetzt auf Instagram nicht unterwegs bist, brauchst du dir auch kein Instagram holen. Aber nehmen wir mal an, du wärst jetzt auf allen drei Plattformen gleich viel unterwegs, nur um es einfacher zu machen. Na, dann kannst du die Frau natürlich fragen, hey, wo bist du dann am meisten unterwegs oder wo bist du am meisten online? Instagram oder vielleicht der WhatsApp. Na, die meisten Leute sind bei WhatsApp am meisten unterwegs und die wenigsten sind bei Facebook am meisten unterwegs. Aber es gibt viele Frauen, die sind sehr viel bei Instagram unterwegs. Und Instagram kann wunderbar sein, wie gesagt, wenn du auch ein gutes Instagram-Profil hast. Aber wenn du jetzt eine Frau hast, die, warum auch immer, mehr auf Instagram unterwegs ist als auf WhatsApp, und das gibt es, dann tausch mit ihr Instagram. Instagram kann auch ein leichterer Tausch für die Frau sein. Das heißt, wenn sie nicht ganz sicher ist, ob sie mit den Nummern tauschen will, dann musst du halt dir A überlegen, okay, will ich dann überhaupt mit den Nummern tauschen? Oder tausche ich vielleicht Instagram mit ihr, weil das ist ein bisschen weniger Druck. Das kannst du machen. Wie gesagt, frag sie einfach, wo ist sie hauptsächlich unterwegs? Nimm diese Plattform. In den meisten Fällen wird WhatsApp am besten sein, weil wir haben am meisten Zugriff auf WhatsApp. Aber wie gesagt, Instagram kann es auch sein. Facebook ist es in den seltensten Fällen. Aber frag einfach. Da wären wir übrigens wieder beim Punkt. Direkte Kommunikation, natürlich nicht nur per Text, sondern einfach direkte Kommunikation in jeder Phase des Zusammenseins mit Frauen. Ganz, ganz wichtig. Kommt demnächst auch nochmal ein Video zu. Das waren die drei größten Fehler beim Schreiben. Wenn du noch andere Fehler hast, die dir vielleicht aufgefallen sind, die ich nicht erwähnt habe, schreib sie gerne in die Kommentare. Fragen, Videovorschläge auch in die Kommentare. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du das noch nicht gemacht hast. Unter mir kannst du dich für eine der letzten Coaching-Plätze dieses Jahr bewerben. Und unten rechts kommst du zu einem Video, das hieran anknüpft. Wenn du bis hierhin geschaut hast, unbedingt darauf klicken, dort weiterschauen. Mehr Informationen für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Ich freue mich drauf, dich dann wieder dabei zu haben. Bis dahin, ciao.